Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man 2. Letzte Folge war ziemlich krass. Miles hat gegen Lee gekämpft. Wir haben ein paar ziemlich skurrile Szenen gesehen, als wir in dem Kopf von Martin Lee waren oder irgendwie in unseren eigenen. Da sind wir dann auf ganz viele bekannte Gesichter gestoßen. Genji, unsere Mutter, die Rio heißt sie ja. Dann hier der Vater. Und die haben alle irgendwie. I don't know, das war alles irgendwie so Trugbilder, aber irgendwie hat Meister es rausgeschafft, hat eine neue Fähigkeit bekommen, wir haben alles gebumst und wir haben sogar Martin Lee am Ende geholfen, was ja auch irgendwie voll crazy war. Jetzt sind wir Peter wieder und wir sollen zu Martin Lee gehen, der anscheinend bei Feast ist. Let's go. Ich habe das Beste von mir hier gelassen. Ich suche keinen Streit. Kraven hält den anderen Spider-Man in einer alten Villa gefangen, östlich der Stadt. Er hat mich gerettet. Ich sollte dich suchen. Das war meine einzige Möglichkeit. Ich verdanke ihm mein Leben. Und noch viel mehr. Wenn wir schnell sind. Nein. Sie haben genug getan. Du solltest stolz sein. Er erinnert mich an dich. Erinnert ihn an mich. Er kennt mich nicht mal. Oder Miles. Ein bisschen Hilfe und schon ist er der Gute. Sobald Miles sicher ist, wandert Lee wieder in eine Zelle. Nicht jetzt, MJ. Schadet Spider-Man mehr, als er hilft? Und jetzt? Wer braucht jetzt Hilfe vom alten Spider-Man? Was soll an diesem neuen Spider-Man bitte so toll sein? Er kann nicht mal ein paar Jäger aufhalten. Sie haben die Stiftung zerstört. Mein Leben ruiniert. Ich verliere vielleicht Mays Haus wegen Ihnen und... Kraven. Töte Kraven. Du Scheiße. Ob die kleine Spinne wohl überlebt? Wo ist er? Oh mein Gott! Wo ist Spider-Man? Such ihn doch selbst! Bleib wachsam! Kämpf! Sag mir, wo er ist! Näher als du denkst! Raus damit! Sagt, das Material sei unzerbrechlich. Aber ich glaube, alles lässt sich zerbrechen.
hältst dich noch zurück. Vielleicht fehlt dir die Motivation. Oh mein Gott! Möge es ein glorreiches Ende werden! Du hast meine Stadt zerstört! Du hast so viele Leute umgebracht! Das war ihr Schicksal! Und dies ist unseres! Oh mein Gott, Digga, du bist tot! Lass alles raus! Deine Anhänger verehren dich wie einen Gott! Doch du bist bloß ein sterbender alter Mann, der einen Ausweg sucht! Du weißt es also! Und dass ich nicht in einem Krankenbett sterben werde! Nur ein Würdiger darf meinen letzten Atemzug spüren! Reiß mich in Stücke und präsentiere der ganzen Stadt eine Heldentat! Sieh an. Ich hoffe, du genießt das. Das nimmt kein gutes Ende für dich. Ich studiere meine Beute. Du bist agil, intelligent. Gefühle sind deine Schwäche. So bin auch ich. Lass dir die Macht nur nicht zu Kopf steigen. Zeig mir, wozu du fähig bist! Versteck dich nicht! Sterbenden alten Mann. Scheiße. Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Wieder raus! Wunder! Ich reiß dich auseinander! Tu es, oder ich häng dein Körper als Trophäe an deine Wand! Kannst du nicht selbst kämpfen? Ah!
werde dir zeigen, was ich kann. So viele Jahre habe ich auf ein Raubtier gewartet, das es schafft, mich zu besiegen. Genug geredet! Und dann fand ich die. Und du wirst es bereuen. Nein, werde ich nicht. Ich lasse keinen Gott über mein Schicksal entscheiden. Aua. Jetzt! Du kannst dich nicht verstecken! Ich brauch mehr Abstand! Immer noch zurück. Töte oder werde getötet. Oh. Der ist so schlecht. Du hättest ihn fast umgebracht. Was tust du? Du bist im Weg, Mike! Der war nur im Weg. Ich hätte alles in Ordnung gebracht. Wie? Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht. Versuch nicht, mich zu belehren. Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft. Du bist es, der nur auf Rache aus ist. Rache? Ich wollte nur meine Familie beschützen, dich beschützen. Du bist nicht besser als ich. Das sag ich auch nicht. Du bist stärker als ein Anzug. Jetzt hör nicht auf ihn. Und stattdessen soll ich auf dich hören? Ja, hör auf mich. Wovor hast du solche Angst? Ich brauch diesen Anzug. Er macht mich zum besseren Spider-Man. Du willst ihn doch nur für dich selbst. Was ich will, ist dich zu retten. Ich bin der Held. Ich werde dich retten. Warum tust du das? Ich hab dich erschaffen! Du verleihst alles mir! Ich weiß, du meinst das nicht so! Ich wollte nichts als alle zu retten! MJ! May! Jetzt glaubt die ganze Stadt, ich bin das Problem! Glaubst du, ich bin das Problem? Aber das bin ich nicht! Ich bin die Lösung! Ja.
Endlich bin ich all das, was alle von mir erwarten! Ja? Du nimmst nicht mal mehr meine Anrufe an, Mann! Und was ist mit MJ? Du hättest sie töten können! Ich weiß, dass du leidest, Pete! Aber du bist besser als das! Ich weiß! Aber... Nein! Die Leute, die mir wichtig sind, sie sterben! Ich hab dir die Schuld gegeben! Die brauchen einen Helden und... Hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein! Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind! Nicht du! Nicht ich! Sei still! Schon, Mann! Los! Konzentrier dich auf mich! Komm schon! Du bist stärker als das! Hörst du mich? Komm schon, weg hier. Du Scheiße, Alter, wir haben es geschafft. Tage. Miles, es tut mir leid. Vielen Dank für alles. Das tun Spider-Man. Spider-Man hat mich nicht gerettet, sondern Miles. Was jetzt? Ich muss mit Dr. Connors reden. Er weiß, wie man ihn vernichtet. Was ist mit Harry? Ich dachte, er braucht ihn. Sein Dad arbeitet an einem anderen Heilmittel. Und diesmal eins ohne Aliens. Also, wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Sobald meine Mom weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Okay. Schön, dich wieder zu haben, Mann.
er die gut unterrichtet, Alter. Holy shit. Die große Jagd, Trophäe halten. Dr. Connors, der Anzug ist ab. Er ist versiegelt. Aber was mache ich jetzt? Bringen Sie ihn zum Oscorp Tower. Da gibt es einen Tank, der ihn bändigen kann. Ich muss ein paar Dinge vorbereiten. Ich gebe Bescheid, wenn ich unterwegs bin. Eine Sache noch, bevor wir uns treffen. Wie fühlen Sie sich jetzt ohne den Symbionten? Gut. Erleichtert, dass es vorbei ist. Beschämt wegen meiner Taten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wir wissen noch viel zu wenig. Falls Sie Stimmungsschwankungen oder Ähnliches verspüren, geben Sie Bescheid. Aber es ist weg. Ich bin geheilt, oder? Höchstwahrscheinlich. Ja. Achten Sie nur darauf, dass er versiegelt bleibt. Verstanden. Das ist mein bester Stopp. Ich habe die Stadt zu lange... Gegenangebot! Haltet ihn am Boden! Oh Gott. Ich habe schon gedrückt, um wegzuspringen. In der Nähe ist ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Oh Gott, ich danke dir. Fast geschafft. Und da sind wir. Die Profis übernehmen jetzt. Sei gesegnet, Spider-Man. Dort. Das müssen wir auch noch hier weitermachen. New York, New York. Schließe alle Foto-Ops ab. Oh. Was soll die nicht? Was? New York hatte schon immer eine lebendige Underground-Wrestling-Szene. Ich war sogar selbst bei ein paar Shows. Diese Kombination aus Theatralik, erstaunlichen Kraftakten und Athletik ist aufregend. Hast du das Foto gekriegt, Robbie? Ich glaube, das war mein letztes für den Wettbewerb. Ja, es ist fantastisch. Aber mich wundert schon, dass du aufhörst, ohne die beiden größten Attraktionen New Yorks zu fotografieren. Die Spider-Man. Attraktionen? Ich weiß nicht. Und irgendwie sind sie ja auch umstritten. Alles auf diesen Fotos. All die Geschichten. All das Leben. Nichts davon wäre ohne die Spider-Man möglich. Hoffentlich wissen sie das. Sie ahnen es sicherlich. Danke für die Fotos, Peter. Du warst schon immer besser im Fotografieren, als du zugeben wolltest. Ich glaub nicht, dass... Danke, Robbie.
MJ weiß es noch nicht. Hallo? MJ, der Anzug ist jetzt ab. Und es tut mir leid, dass... Red weiter. Dass ich dich und alle, die mir wichtig sind, wie Dreck behandelt habe. Ich bringe den Anzug zu Oscorp, bis Dr. Connors und ich eine Idee haben, was wir damit machen. Weiß Harry Bescheid? Nein! Aber Norman arbeitet an einem anderen, vielversprechenden Heilmittel. Wir können... Wir werden Harry retten! Tja, es ist schön zu hören, dass du wieder wie du selbst klingst. Erledige dein Zeug. Wir sehen uns zu Hause. Ich werde mich noch oft entschuldigen müssen, wenn das vorbei ist. Eins nach dem anderen. Hallo, Ma'am. Wer ist da? Ich erkenne Ihre Stimme nicht. Spider-Man? Oh, ich wusste nicht. Alma, ist mir ein Vergnügen. Hab gehört, Sie brauchen Hilfe? Ja. In meinem Garten ist ein Monster. Ich höre es in der Nacht, wie es kratzt. Vielleicht ein streunender Hund? Oh, oder eine Ratte? Dank meiner Allergien würde ich einen streunenden Hund gleich bemerken. Und selbst New Yorks Ratten werden nicht so groß wie dieses Vieh. Gibt es hier noch jemanden, dem das aufgefallen ist? Ein Familienmitglied? Blindenhund? Nein, nein. Keine Familie, keine Nachbarn, keine Hilfstiere. Ich habe doch Allergien. Was auch immer es muss weg. Okay. Ich schaue mich mal um und gebe Bescheid. Danke. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Schäden zu reparieren. Festes Einkommen, wissen Sie? Mal gucken. Was wird es wohl sein? Maus, Ratte, Katze, Hund? Definitiv ein Tier. Oh, das sieht aus wie einer dieser Robohunde, oder? Also, das ist widerlich. Zeit für eine Molekularanalyse. Okay. Reflex. Scheiße. Nein, aufhalt. So. Falsch. Nein, so geht's nicht. Aus. Noch seltsamer. Ich erfasse Spuren der Chemikalie. Scheint aus dem Wald gekommen zu sein. Die Spur endet hier. Irgendwo ein Hinweis ist? Es ist also stark genug, um Metall zu zerfetzen. Toll. Mehr Schleim. Entweder sondert das Ding irgendwas ab, oder es sabbert. Das Zeug hinterlässt deutliche Spuren. Das Ding ist viel zu schwer für eine Großkatze. Aber es kann springen wie eine... Ich glaube, hier wird's wärmer. Wo will das Ding bloß hin? Oh. Vielleicht weiß Genki irgendwas über das Ding. Hallo? Hey, Genki. Dieses Monster in Queens? Das ist so eine Jägerbestie. Aber sie greift nicht an. Wow, eine Jägerbestie. Ob wir sie hacken können?
Könnte weiterhelfen. In der Seite steckt etwas. Ein Pfeil? Ruhig. Das tut nicht weh. Wahrscheinlich. Ist ja aus Metall. Wie hast du das gemacht? Also, ich habe seine Datenbank zur Mustererkennung aus reiner Verzweiflung mit 10 Millionen zufälligen Hundevideos geflutet. Cool! Was machen wir jetzt mit diesem Ding? Ist es gefährlich? Wie wär's mit Apportieren? Willst du die Fässer holen? Bist du ein braves Hundchen? Willst du Fang spielen? Jawohl, guter Hund, hol sie! Er ist abgelenkt. Ich versuche, auf seine Erinnerung zuzugreifen. Mann, überall fehlerhafte Daten. Also, der Pfeil. Warum sollten Jäger auf ihre Haustiere schießen? Zielübungen? Finden wir es raus. Hey, wie heißt du überhaupt? Kennung B110. Bello. Gut zu wissen, dass wenigstens ein Jäger Sinn für Humor hat. Das Protokoll wird auf einem Server zwischengespeichert. Soll ich wagen? Wie sehr vertraust du deiner Firewall? Genug, um die Audio-Wiedergabe runterzuladen. Aus dem Weg, du Schrotthaufen! Sie hat Craven verraten! Du bist der Verräter! Ich hab nur meinen Job gemacht! Defekter Schrotthaufen! Komm zurück! Wir kriegen Gesellschaft! Sie müssen unseren Zugang getrackt haben. Durch und durch. Das. Fuß, Junge! Fuß! Yankee, schick ihm ein Stoppkommando! Manuelles Überschreiben unmöglich. Das wollte ich schon immer mal sagen. Konzentrier dich! Ich glaube, es hat Angst! Zumindest benimmt er sich so. Vielleicht hat die Aufnahme es erschreckt! Verdrängte Erinnerungen. Das ist nie gut. Sein Besitzer hat ihn erschossen. Und hat einen Mord vertuscht! Bello! Aus! Nein, 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 nicht die Kirche! Da bist du. Komm her. Hätte dich mit einem Spatenpfeil zerfetzen sollen. Ja, komm her. Du darfst nicht. Und hier hat Bello also solche Angst? Dann los! Ja. Was, Bello? Schneid ihn ab! Bello geht mit dir nirgendwo hin! Das waren alle. Bello? Okay, keine Angst. Er wird dir nichts mehr tun. Kümmern wir uns jetzt um den Pfeil. Okay, sehen wir uns das mal an. Das zieht kurz. Bereit? Bravo, Junge. Das soll sicher sein? Wenn 10 Millionen Hundevideos dich nicht brav machen, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber du bist brav, ja? Wer ist ein braver Junge? Aber zur Sicherheit werde ich alles im Speicher löschen. Bis auf die Videos. Und dich. Gute Idee. The fuck, Alter. Wir sind zurück. Spider-Man? Moment. Wir? Ich und dieses kleine Kerlchen. Oh nein, meine Allergien. Schon gut. Sie meinten, Sie können sich kein Blindentier holen? Nun, ich hab eins für Sie. Er ist ein Hund. Nehme ich an. Er ist aus Metall. Also sehr allergikerfreundlich. Außerdem hat er einige hundert Blindenhund-Videos in seinem Speicher. Wirklich? Er ist einfach absolut perfekt. Ich kann ihn ausbilden lassen, damit er ordnungsgemäß registriert werden kann. Er ist mir jetzt schon eine große Hilfe. Danke, Spider-Man.
Da haben wir noch zwei zusammengebracht. Sehr schön. Sehr schön. Scheiße, wir brauchen immer so Hildenmagen. Da kriegen wir auf jeden Fall wieder welche. Die restlichen kriegen wir auch noch von denen hier. So oder so muss ich die machen noch. Ist auch mal wieder ein bisschen hochgeskillt. Ja, die sind alle recht ausgeglichen geskillt bei uns, ne? Alle um die 60% rum. Also beide und halt der gemeinsame Skilltree. Ja, Heldenmagen. Okay, das war auf jeden Fall eine weitere Folge Spider-Man 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.